Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Klare Wünsche von unseren Kunden haben vor 10 Jahren den Ausschlag zum Start von Coop Natura Plan gegeben. Das Bedürfnis nach genussvollen, naturbelassenen und tierfreundlich produzierten Lebensmitteln war damals schon gross gewesen. Tierfreundliche Haltung ist ein wichtiges Anliegen von vielen Konsumenten. Beim Fleisch setzt Coop darum nicht in erster Linie auf biologische Produktion, sondern auf gute Tierhaltung aus fortschrittlichen Landwirtschaftsbetrieben. Coop Natura Plan garantiert die beste Tierhaltung, die im grossen Stil möglich ist. Auslauf ins Freie, genug Platz und eingestreute Liegeflächen sind überall vorhanden. Die Fütterung ist streng kontrolliert und gentechnisch veränderte Futtermittel sind verboten. Die jungen Rinder wachsen natürlich auf. Zusammen mit ihren Müttern sind sie jeden Tag mehrere Stunden auf der Weide und ernähren sich von Muttermilch, später von Gras, Heu oder Silage. Tausende von Nutztieren profitieren heute von diesen strengen Richtlinien von Coop Natura Plan, die ihnen ein artgerechtes Leben ermöglichen. Schweinefleisch bei Coop zum Beispiel ist mehr als 90% Natura Plan. Damit alles mit rechten Dingen zu und her geht und die Vorschriften auch eingehalten werden, gibt es Kontrollen und zwar von unabhängigen Organisationen wie dem Schweizer Tierschutz. Ich werde jedes Jahr mindestens einmal vom Schweizer Tierschutz unangemeldet kontrolliert. Der Kontrolleur schaut auf Tierhaltung, Fütterung und Sauberkeit im Stall. Die Kontrolle ist sehr streng. So ist die Glaubwürdigkeit von Coop Natura Plan gewährleistet. Jedes Tier bei Coop Natura Plan wird mit einer grünen Kontrollmarke gekennzeichnet und kann anhand der individuellen Nummern später von Coop bis zum Bauernhof verfolgt werden. Nicht zuletzt wegen dieser Rückverfolgbarkeit ist die Sicherheit des Fleisches von Coop Natura Plan sehr gross. Es erfüllt die höchsten Ansprüche an Qualität und an die artgerechte Tierhaltung. Das Sortiment wird ständig grösser und überrascht immer wieder mit Neuheiten. Gell, Sie, Herr Hägeli? Das stimmt. Wir nehmen Ihnen mit unseren fast fertigen Gerichten viel Arbeit ab. Wir haben eine Fülle von Ideen für die Gestaltung Ihres Menüplans parat. Jetzt neu auf den Herbst gibt es ein Toskana-Geschnetzel, ein Feuerobenspieß, ein Partyfilet, ein Designersteak und so weiter. Kommen Sie bei Ihrem nächsten Besuch bei Coop doch schnell in der Metzgerei vorbei und schauen Sie, was wir wieder für Sie vorbereitet haben. Ein weiterer Service für Ihren Coop-Metzger. Danke, Herr Hägeli. Bitte, ist gern geschehen. Für alle, die lieber noch so richtig von Grund auf kochen, hat Betty Bossi einen Vorschlag. Kräuterhacktätschli mit Lorbeerherdäpfel aus dem Ofen. Und jetzt tue ich das ganz gut natürlich netten, dass es eine ganz wunderbare, schöne Masse gibt. Mhm. Das ist natürlich schon der schönste Part. Genau. Das sind die Hacktätschli bereits auf jeder Seite 4 Minuten angebraten. So, ehrlich. www.lsco.ch, dort findet man das feine Rezept. Okay, das sieht super aus. Und probieren tue ich es dann gerade nach der Sendung. Das ganze Rezept zum Nachkochen sehen Sie morgen über Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Die Kräuterhacktätschli sind übrigens ein Beispiel aus dem neuen Kochbuch von Betty Bossi mit Produkten aus biologischem Landbau und artgerechter Tierhaltung. In diesem Jubiläumskochbuch finden Sie rund 100 raffinierte Gerichte für die ausgewogene und feine Küche von heute, ideenreich und klingsicher wie alles von Betty Bossi. Lassen Sie sich also von den kulinarischen Kreationen überraschen. Das Kochbuch gibt es jetzt zusammen mit 14 Top-Sounds aus der Coop Natura Plan Spots auf CD überall in unseren Läden für 9,90 Franken. Schon mehrmals haben uns Zuschauer gefragt, warum das Fleisch von Coop Natura Plan zum Teil blau, aber auch grün verpackt und im Offenkauf in blauen Schalen verkauft wird. Auch unser Konsumentendienst wird regelmässig auf das Thema angesprochen. Datenklärung. Fleisch aus artgerechter Haltung und Fütterung ist blau verpackt und wird in der Metzgerei in einer blauen Schale angeboten. Das in der grünen Verpackung hingegen ist Biofleisch und kommt von Höfen, die vollständig auf biologische Landwirtschaft umgestellt haben. Beides ist also ein Beitrag ans Tierwohl, an die Umwelt und an die eigene Gesundheit. Das war es für heute. Wieder um Fleisch geht es bei uns in einer Woche. Wir haben einen Besuch gemacht auf einer Strassenfarm in Afrika. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!